Was sagen Sie zum Ausgang der Wahl? Naja, die Hochrechnung liegt jetzt dicht bei der Prognose. Insofern ist das ein ganz ermutigendes Ergebnis. Wir haben ein bisschen zugelegt, das freut uns. Aber vor allem sieht es so aus, als ob das zweite Wahlziel erreichbar ist, nämlich die Alleinregierung von Olaf Scholz zu beenden. Und wenn das am Ende so bleibt, dann ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis für uns. Das heißt, Sie rechnen damit, dass Herr Scholz Sie morgen anruft? Na, das hat der Bürgermeister so angekündigt und wenn er uns Gespräche anbietet, dann werden wir die auch annehmen. Aber es ist auch klar, dass wir dann in der Sache hart verhandeln werden und für grüne Themen streiten und dann schauen wir mal. Welcher Senatorenposten lockt Sie denn am meisten? Also uns geht es jetzt erstmal darum, dass Umweltschutz und Klimaschutz wieder auf die Tagesordnung kommt, die unter der SPD-Alleinregierung gar nicht mehr stattgefunden hat. Wir wollen eine andere Verkehrspolitik, die nicht nur durch die Windschutzscheibe des Autos guckt. Und wir wollen den Studienplatzabbau an den Hochschulen stoppen. Und insofern, das ist jetzt erstmal das erste Ziel und nicht die Zahl der Senatorenposten. Bei welchen Punkten, die Sie als Wahlversprechen gegeben haben, sind Sie sich denn sicher, dass Sie die auch in einer Koalition mit Herrn Scholz umsetzen können? Das ist als kleiner Partner ja immer schwieriger, als bei den Großen einschätzen zu können, was am Ende geht oder was nicht geht. Aber es ist sicher so, dass im Umwelt- und Klimaschutz einfach eine Kehrtwende stattfinden muss, dass wir eine andere Verkehrspolitik brauchen, stärker aufs Rad und den öffentlichen Nahverkehr setzt als bisher und insbesondere mehr Qualität in der Bildung, also insbesondere in den Kitas und an den Hochschulen.